Hallo liebe Klimmersteinfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und hier in meinem Laden in Hannover. Ja, heute stelle ich euch das Set von der Firma Cumin vor, die 2030 Mew Mew Music Festival ist die Serie und das Set heißt Music Party Villa. Ja. Die 2030 mit drei Minifiguren, 447 Teilen, Altersfreigabe ab 6, ja, wir kennen das ja, ne? Für Kinder ab 6 geeignet, Kinder mit Spielerfahrung natürlich dann mit dazu. Ja, worum geht's hier? Music Party Villa, ein kleines Gebäude, ein kleines bespielbares Gebäude mit einer kleinen Katzenoptik, deswegen ja auch Mew Mew, Mew Mew Music. Was für ein Zungenbrecher. Mew Mew Music. Ja, es gibt noch diverse andere. Es gibt noch andere Sets. Es gibt noch die 2028, das ist der Sweet Bakery. Wir haben noch den Pink Ice Cream Van, die 2029 und die 2031 Superstars Super Shining Stage. Das ist dann das größte Set, wo man dann wieder einen Lastwagen hat, mit dem man dann umbauen kann in eine Musikbühne. Sieht ziemlich cool aus. Also auch so von den Preiskategorien sind wir da ganz nett. Hier preislich bei dem 2030 liegen wir bei 23,99. Ist ein schönes Set. Es sind drei Minifiguren dabei. Die aus der Cherry-Serie ist selbst die Cherry dabei, die Doris und die Abby. Cherry ist die rothaarige. Ich muss da gucken. Die mit den violetten Haaren ist die Doris und das ist die Abby. Ja, insgesamt gibt es vier. Ich glaube, die Emily heißt die vierte noch aus der Gruppe. Das ist dann aus der Welt der Cherries von Cumin. Ja, was ist da? Was finde ich an dem Set wirklich toll? Also mir hat das Aufbauen auf jeden Fall Spaß gemacht. Es sind sehr bonbonige Farben. Natürlich, es ist ja auch aus der, wenn wir jetzt genderspezifisch sind, aus der Mädchenserie und ein klassisches Spielset. Highlight ist der Grill mit Würstchen. Ich habe keine Ahnung, ob Tofu-Würstchen, also ob vegetarisch oder vegan oder tatsächlich, ob die Damen hier das Fleisch lieben. Ja, auf jeden Fall ein cooler Grill mit dazu gebaut und ja, auch denn der Pool in einem Herz gebastelt. Also eine schöne Darstellung hier, dann da das Herz. Da drin ist ein Flamingo, ja, wie nennt man die Dinger? Namen. Flamingo-Schlauchboot, so, jetzt passt's. Ist mit dabei hier oben drin und ich zeige euch das dann gleich auch noch mal alles im Detail. Hier ist dann eine klassische Platte mit dabei, wo man die einzelnen Sets mit anlegen kann. Also hier sind Nummern drauf. Zeige ich euch dann auch immer noch mal im Detail, wo man noch die anderen Sets damit anlegen kann, sodass man das halt noch größer bauen kann. Die 20, es gibt dann noch die Serie 2027, das sind diese kleinen Zusatzsets, die es dann noch gibt. Die liegen ja preislich so um die 5 Euro aktuell. Und ja, wie gesagt, die Platten sind nummeriert. Hier ist die 2030, da soll die 2031 dran, hier soll die 2027 1 dran und wie die anderen verteilt werden. Ich habe keine Ahnung. Ja, so viele habe ich nicht gebaut. Wie heißt es dann so schön? Free Music Party Villa Background Board. Also dann hier dieser Untergrund für die Music Party Villa. Man kann, wenn man alle zusammensammelt, steht auch hier hinten dann drauf, Collect all 8 products to build Mew Mew Music Recreation Area. Eieiei. So. Das ist der Flamingo Schwimmring. Da steht's drauf. Sollte mal lesen, ne? Und mich vorbereiten auf die ganze Geschichte. Ja, Gott. Ist halt so, ne? Ja. Innen drin, das zeige ich euch dann auch gleich nochmal im Detail, ist halt einfacher, euch da zu zeigen, als das Ganze jetzt hier einfach nur umzudrehen. Aber damit ihr das auch im umgedrehten Status seht, das ist dann der Innenbereich. Unten ist das Wohnzimmer, kleine Snack-Area. Hier oben ist ein Schlafzimmer und die Dusche. Das ist das, was in dem Gebäude dann halt enthalten ist. Zeitfaktor zum Bauen. Ich habe keine Ahnung. 2 Stündchen? Stunde? 2? Ich denke mal so in 2 Stunden oder sowas, wenn man es gemütlich baut.
bekommen. Es sind, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe, keine Drucke dabei, also außer die Drucke auf den Figuren selbst. Es sind, jetzt muss ich schauen, nein, es sind tatsächlich alles Aufkleber. Also wir haben diverse Aufkleber hierbei, 1, 2, 3, 4, auf dieser Ebene, also im Erdgeschoss schon mal 4, da 5, 6, 7, 8, plus vorne 9, 10, 11, 12, ich glaube so 13 Aufkleber müssten es theoretisch sein. Genaue Anzahl würdet ihr dann sehen, wenn ihr euch, seht ihr, wenn ihr mir einen Livestream dazu nochmal anschaut. Link ist dann einmal unten in der Videobeschreibung und einmal auch hier oben in der Ecke. Respektive zeige ich am Ende noch, weise ich am Ende nochmal darauf hin. Ja. Mir hat's Bauen Spaß gemacht, war ganz niedlich. Also, ich denke mal, ob nun Mädchen, Jungen, Papis, Mamis, man kann schon seinen Spaß damit haben. Es sind tolle Teile, das ist von der Qualität her auch wirklich sehr gut. Das hält auch alles da, wo es halten soll. Da ist jetzt nichts super wackelig oder sonstiges. Ich schmeiße es jetzt nicht durch die Gegend, weil das Set ist nicht als Falltest für einen Falltest geeignet. So kompakt ist es dann halt auch nicht gebaut. Ja, ich würde mal sagen, Anleitung, ne, kommt ja auch noch. Ist Klammer gebunden, darauf weise ich schon mal hin. Hier hinten sind dann auch noch mal alle Sets aufgezeigt. Die zeige ich euch dann auch gleich noch mal im Detail. Mit dabei ist auch wieder der klassische Enlighten Cuman Teiletrenner. Den gibt es dazu. Und übrig bleibt das, was in dieser Tüte ist. Sehr viel Kleinkram und noch eine 2x2 Slope und noch so diverse, eine kleine Brille und ein paar Haarspangen, ein paar Blümchen fürs Haar. Das bleibt da halt übrig. Ich hatte sogar ein Unterleib mehr. Wer weiß, wem was fehlt. Keine Ahnung. Das eine oder andere ist manches Mal immer schön mit dabei. Ja. Dann würde ich sagen, ich schleiche mich mal hinter die Kamera und gehe dann mal in die Nahansicht. In dem Sinne, bis gleich. So, Zeit für die Nahansicht. Ja, hier nochmal der Grill. Ich finde den eigentlich voll putzig. Ist doch cool gestaltet. Also mit Senf und Ketchup und hier noch ein bisschen Salat und da dann halt die Würstchen drauf. Man kann es nicht zuklappen, wenn da halt noch was drauf liegt, das ist klar. Irgendwo muss ja das Gegrillte hin. Ja, ob es ein Gasgrill ist, Kohlegrill. Ich würde sagen, das ist ein Gasgrill. Schauen wir mal. Hier sitzt noch ein Hummer, der war da irgendwie, ich weiß nicht, ob der schon zum Essen vorbereitet war und auch dann gegessen werden soll. Damit erübrigt sich das bezüglich vegetarisch, vegan und so weiter. Wir sind alle Flextarier so in der Form, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, da sind nochmal die Figuren. Wir haben hier die Doris mit ihrem schlanken Körper und dem großen Kopf. Das sind ja so die aktuellen Figuren aus der Cherry-Serie. Die Vorgänger, die hatten ja alle noch so einen kleineren Kopf, sahen den Figuren von Lego Friends dann doch recht ähnlich. Bezüglich Patente und so weiter, da kenne ich mich nicht mit aus. Da bin ich nicht so der Experte drin. Ich beziehe die Sachen halt weiterhin über meinen Importeur und Zulieferer. Ja, das ist dann die Cherry mit ihren kirschroten Haaren. Und dann haben wir am Ende noch die, ups, na, Doris, die hier, nee, sorry, nicht die Doris, die hatten wir gerade, die Abby ist das, die Doris ist die mit den violetten Haaren. Sorry, so, huch, die verliert immer den Kappzeug. So, und da haben wir zu guter Letzt halt noch unsere Abby hätte Brille und hat auch den typischen schlanken Körper. Hier hinten solche Zöpfe, so Zwillingszöpfe. Wirklich niedlich gemacht. Ja, das Gebäude von vorne. Hier gibt es die Möglichkeit, die Tür auch zu öffnen. Die bleibt auch an den entsprechenden Einstellungen stehen. Dann, jetzt muss ich mal ein bisschen greifen. Moment. Diese Tür hier ist eine Schiebetür. Eigentlich ganz einfacher Mechanismus gebaut. Jetzt mal gucken, ob ich da so ohne weiteres dran komme. Ja, komme ich. Und dann kann man das hier
Auf- und zuschieben. Ist doch auch ganz cool, oder? Ja. Natürlich alles so im Katzenstil, hier mit so einem kleinen Schleifchen. Könnte die Katzenaugen jetzt hier erahnen in diesem Fall. Das Ding heißt ja auch Cat House. Ja. Dann kommen wir mal zum Inneren. Fangen wir oben an. Können wir am besten drauf gucken. Ja, hier ist einmal der Pool mit dem Flamingo-Schwimmring. Vom Pool aus können Sie direkt in die Dusche gehen. Die ist dann hier teilverkleidet zum Schlafraum hin. So eine Schlaf- und Wohlfühlecke ist dann hier oben mit einem kleinen Teddybären. Ist auch ganz niedlich. Und wie gesagt, das sind alles Aufkleber, das sind keine Drucke. Und wenn wir dann nach hier unten schauen, ich hoffe, ihr könnt das alle gut erkennen, dann gibt es dort einen Fernseher. Davor eine Karaoke-Maschine und ein Mikro, eine Fernbedienung, ich würde mal sagen so eine Zeitschrift, da steht Money drauf, ja, Wirtschaftsteil. Wir müssen ja auch wissen, was in der Weltgeschichte losgeht. Und eine Herzcouch in einem Violett, Purpur, Magenta, Rosaton. Ihr seht, ich kenne mich mit Farben aus wie der Experte von Expert oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Klischees, Achtung. Nein. Ja, da hinten gibt es noch Törtchen und andere Süßwaren fürs leibliche Wohl. Finde ich aber trotz allem cool gestaltet. Und insgesamt ist es wirklich ein hübsches Set. Mit lustigen kleinen Details. So. Dann wollte ich euch das mal auf dieser Platte zeigen. Ja, ihr habt da die 2030 draufstehen. Und dann ist hier unten, auf dieser Ecke, da steht dann, da soll 2031 angelegt werden. Genauso wie dort steht, man soll die 2027 daran anklemmen. Also nicht anklemmen, aber anlegen eher gesagt. So, und wenn wir uns das Ganze dann anschauen, das ist die Anleitung. Klammer gebunden. Schönes Heftformat, natürlich Hochglanzdruck, das kennen wir ja nicht anders. Hier sind die restlichen Sets, beziehungsweise hier sind alle 8 Sets einmal aufgezeigt, nicht nur die restlichen, sondern tatsächlich alle. Und hier fängt das an mit der 2027-1-4, der Magic Dressing Room, Happy UFO Catcher, diese Greifmaschinen, dann eine Photo Wall Backdrop, also so eine kleine Fotowand. Dann gibt es noch den Kitty Skatepark, ist auch ganz niedlich. Ein kleiner Skatepark. Ich kann mal gucken, ob ich das ein bisschen näher rankriege. So. Ne, die Packung habe ich jetzt gerade nicht greifbar. Ja. Dann ist da unten noch das Sweet Bakery. Also ein kleiner Süßwarenstand. Pink Ice Cream Van. Also ein großer Bus. Fokus. Danke. Ein größerer Food Truck mit Eiscreme. Dann die entsprechende Music Party Villa, die ich hier gerade vorstelle. Und dann zu guter Letzt die 2031 Superstars Super Shining Stage. Ich müsste tatsächlich gucken, ob ich sie irgendwo habe noch. Ich zweifle dran. Ich will mal schauen. Kleinen Moment. Ja, was ein Glück. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich so eins noch. Ja, da ist der Truck. Der Mew Music Bus. Und die Bühne, wenn man den ganzen Saal aufklappt, darin befindet sich dann halt das ganze Innere. Die Musikbühne mit allen 4. Da haben wir dann, wie gesagt, die Cherry mit den roten Haaren, die Doris mit den violetten Haaren, die Abby mit den hellblauen Haaren und mit der braunen Frisur, das ist die Emily. Tja, ist doch eigentlich ganz witzig. Also ich finde solche Gimmicks, wo man dann halt einen Truck auseinanderklappt oder irgendwelche Sachen halt mit wenigen Handgriffen umbauen kann, finde ich schon ganz cool. Hier hinten ist noch ein Schlagzeug aufgebaut, da müsste, glaube ich, das Keyboard sein oder so ein Mischpult in die Richtung. Ja, dann da die Musikbühne, wo sie dann halt mit ihren Mikros stehen und singen. Also, man könnte jetzt sagen, so typisch Korea-Style-K-Pop-Gruppe. Ob das jetzt auch genau daraufhin hinauszielen soll,
sei jetzt mal dahingestellt. Ich lasse das jetzt offen. Ich möchte hier keine weiteren Klischees offenlegen. Ja, vier Minifiguren, 984 Teile. Ich glaube, irgendwo so zwischen 40, 50, ja, ich glaube 60, roundabout 60 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich verlinke euch das, beziehungsweise ihr seht das dann gleich da unten mit angezeigt, wie teuer das Set so ist. Ja, okay. Dann troll ich mich mal wieder vor die Kamera und dann sehen wir uns gleich wieder fürs Schlusswort. Ja, das ist es, das 2030 Mew Mew Music Festival Music Party Villa Set mit 447 Teilen und 3 Minifiguren. Wie schon gesagt, wie bereits erwähnt, es ist ein schönes Set zum Bauen. Es hat einen schönen Spielfaktor mit dabei, also es sind halt die typischen Sachen. Man kann es hin und her drehen, Türen öffnen und dem Ganzen eine kleine Geschichte geben. Finde ich persönlich äußerst niedlich. Und ja, der eine mag die Farben nicht, der nächste findet die Farben wieder ganz toll. Es bleibt ja tatsächlich jedem selbst überlassen, was er mag und was er nicht mag. Und von daher bleibt mir hier nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und alles Weitere, schreibt es mir in die Kommentare, Anregungen, Anmerkungen. Ich schaue, was ich beantworten kann. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, euer Tim aus Hannover. Tschüss!